Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Gesundheitsfernsehen. Wir sprechen mal über Wildpflanzen und zwar essbare. Und wie doch die ganzen Nährstofftabellen uns doch ja auf historische Weise vielleicht ein bisschen in die Irre geführt haben, worauf wir uns wirklich verlassen können und ja, wie die Natur uns doch so großzügig beschenkt. Das besprechen wir heute mit Dr. Markus Strauß. Freuen Sie sich drauf. Hallo lieber Markus, schön, dass du wieder da bist. Ja, mich freut es auch sehr. Danke für die Einladung. Unsere Gespräche, wir kommen immer von A bis Z und dann denken wir, wir wollten eigentlich was ganz anderes reden und dann irgendwie machen wir doch wieder einen schönen Kreis und dann ist die Zeit irgendwie wieder rum. Mhm. Aber jetzt haben wir uns wirklich mal vorgenommen, über diese klassischen Nährstofftabellen zu sprechen, wo wir natürlich auch früher ganz viel Zahlen, Daten, Fakten um die Ohren geschmissen bekommen haben. Was hältst du von denen? Kann ich mich daran überhaupt noch orientieren? Ja, also früher habe ich das ja auch alles geglaubt. Habe ja eine naturwissenschaftliche Ausbildung und so. Aber je länger, je mehr ist einfach ein Witz. Es ist wirklich auch halt ein Gedankengebäude. Und natürlich ist es richtig, es wird ja unterschieden zwischen primäre und sekundäre Inhaltsstoffe. Und daran kann man schon viel ablesen, weil man hat aufgrund gerade in Deutschland mit den vielen Kriegen und Hungersnöten und so, hat der Staat ja auch einfach, damit die Volkswirtschaft weiterläuft und die Wehrhaftigkeit da ist und so. Also primär, wir brauchen Kohlenhydrate, Eiweiß und was fehlt jetzt noch? Fett. Eiweiß und Fett, ja. Genau. Also, dass die halt satt sind und arbeiten können. Und das hat man auch in der Ernährungswissenschaft erstmal primäre Inhaltsstoffe genannt. So nach dem Motto, der Rest ist sekundär und das war tatsächlich auch abwertend gemeint, weil brauchen wir uns nicht drum kümmern, wenn wir die drei haben, dann läuft der Laden. Und heute ist es fast schon so, dass die Leute viel mehr einen Fokus legen auf das ganze Sekundäre. Also die öffentliche Diskussion ist ja heute, hast du Magnesium und Vitamin C und du musst D und K und und ich brauche noch Selen und dies und das und das. Und wenn sie dann ihre Tablette nicht geschluckt haben, habe ich heute vergessen. Und so und das musst du morgens und das musst du mittags, abends und das geht nicht mit dem und so. Also das ist ja ein Ding geworden, wo ich denke, sag ja, mal. Ja, kannst jetzt ein Studium draus machen. Ja, genau. Ja. Und auch teuer und auch dieser Stress und auch dieser Mangelgedanke, der da im Ganzen drin steckt. Ne? Also das ist ja nicht freudvoll und irgendwie erstrebenswert, dass ich da jeden Tag meine 30 Pillen zusammensammle. Also, das muss anders gehen. Ja. Ne? Und geht auch anders, ist die frohe Botschaft. Weil also ich muss aber noch was Zweites dazu sagen. Ich habe ja hier selber in meinem allerersten Buch auch so eine Tabelle, das ist die da mit diesen Nährwerten. Ja, und wo habe ich sie her, wie man das halt macht? Man wälzt dann die Fachliteratur. Also da gibt es zum Beispiel im Thieme Verlag von Wolfgang Franke die Nutzpflanzen der Erde, heißt das, glaube ich, drei Bände, also Tropen, Subtropen und gemäßigte Breiten, wo alle möglichen Nährwerte und ins kleinste klamüsert. Also das war wirklich ein toller Mann, ich will den überhaupt nicht schlecht machen, aber der hat Uni Bonn einen Lehrstuhl gehabt, Agrarwissenschaftler in den 80er Jahren und hat halt vom Zuckerrohr bis zu unserem Weizen alles analysiert. Ab und zu, oh Wunder, auch mal Vogelmiere oder Brennnessel oder Giersch oder sowas. Völlig unvermittelt taucht das da auf und sind ein paar Werte dazu da. Aber was er leider nicht dazu geschrieben hat, und da hat es dann bei mir auch angefangen, dachte ich, komisch, es steht überhaupt nicht dabei, ob er den Giersch morgens um 10 oder mittags um 3, ob er... Oder bei Sonne oder bei Regen, ganz das habe genau. Ich jetzt auch gelernt, das ist ja ganz unterschiedliche... Ja. Ja. Ja, total unterschiedlich, weil die Pflanze reagiert ja immer sofort. Mhm. Wenn wir heiße Sonne haben, muss sie, da ist wirklich tageszeitlich schon unterschiedlich, weil sie muss sich ja mit dieser Hitze, aber auch mit UV-Strahlung und so. Entschuldigung, diese ganz kurze Werbeunterbrechung, aber bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal hier unten, denn das hilft nicht nur uns für die Verbreitung dieser Sendungen, sondern wir können damit auch viel, viel mehr Menschen erreichen und ihnen Hoffnung damit schenken. In diesem Sinne, danke ganz herzlich und weiterhin viel Spaß.
auseinandersetzen und dann verliert sie zum Beispiel tagsüber alle ätherischen Öle, um sich selber zu schützen und regeneriert sich nachts erst wieder. Deswegen ist ja ein Apotheker, weiß das jetzt wiederum ein bisschen besser, der sagt dann ja, also Apothekerqualität sammelst du morgens 10, 11 im Sommer, wenn der Tau abgetrocknet ist. Eine taufeuchte Pflanze hast du nachher eine längere Dörrzeit, das minimiert auch wieder deine oder Schimmelgefahr und so weiter. Aber wenn du so 10, 11 Uhr sammelst, dann ist schon mal abgetrocknet, aber die Pflanze hatte noch keinen Stress. Also am schlimmsten ist es für Pflanzen diese heißen Sommertage, wo auch noch Wind geht, weil dann ist ja die Verdunstung noch größer. Mhm. Dann kommen die echt bis, dann beten die hoffentlich, haben wir bald 7 Uhr abends, dass die Sonne untergeht und dann regenerieren die wieder über Nacht. Ne? Also ja, alleine der Tag. Aber wir wissen bei ihm auch nicht, hat das jetzt vom Nordseeurlaub mitgebracht oder vom Allgäuurlaub oder ja, Tageszeit. Wir wissen nichts. Das sind einfach Werte. Und weil alle Autoren nur diese Werte haben, sind die in allen Büchern. In meinen, wie bei allen anderen. Wir haben nur die. Da ist mir im Nachklang dann auch bewusst geworden, dass wir eigentlich nichts wissen. Vor allem ist es mir erst ein paar Jahre später richtig klar geworden, als ich mich mit Wildfrüchten noch intensiver auseinandergesetzt habe. Und da habe ich mal bei den Rosen und beim Sanddorn, also in, das hat auch viel mit der Weltpolitik zu tun. Also in der DDR, im Ostblock, hatten die ja nicht so viel Zitrusfrüchte zum Beispiel. Und es war ja dieser Kampf der Systeme. Und im Winter ist es ja wichtig, viel Vitamine zu haben, und so weiter, und auch für die Sportler mehr Goldmedaillen und so weiter. Das war ja alles so als Kampf, ja. Kampf der Systeme ausgedacht. Und im Westen hatten wir ja viel mit Italien, Spanien und so, ganz viel Orangen und Zitronen und so. Und im Osten haben sie ja nur 3 Bäume auf der Krim gehabt und jetzt überspitzt. Mhm. Und deswegen haben die viel mehr sich um die Wildfrüchte gekümmert. Und da ist echte Forschungsarbeit geleistet worden. Deswegen gibt es ja auch bei Potsdam und auch Mecklenburg noch Sanddornplantagen. Mhm. Die sind in der DDR-Zeit gegründet worden. Und nach der Wende haben da auch Leute das gekauft. Und also auch Leute, die da gearbeitet haben, die das Know-how hatten. Zum Beispiel die Familie Berger da bei Potsdam. Und mit denen bin ich auch im engen Kontakt. Und dann ja, war ich da öfters. Und dann habe ich auch mal Studien gesehen mit den unterschiedlichen Sorten und was die Vitamin C enthalten. Und dann ist mir auch wieder, das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, Wahnsinn. Und das Gleiche hatte ich nachher noch mal mit der Pillnitzer Rose. Also Pillnitz ist die Sommerresidenz der sächsischen Könige, ist etwas südlich von Dresden, wunderschönes Schloss mit Park drumherum. Mhm. Und als die Könige ja alle abdanken mussten und so, sind ja solche Parks in staatliche Obhut übergegangen, dass sie meistens dann landwirtschaftliche Forschungseinrichtungen oder so, also ein Park für die Touristen, aber im großen Gelände hat man dann halt Züchtungen gemacht und so landwirtschaftliche Sachen. Und die haben sich zu DDR-Zeiten um die Rosen, weil Hagebuttenmarkt, das ist ja im Schwäbischen eigentlich auch eine Traditionssache, aber die haben dann aus der ganz normalen Rosa Canina, also die, das ist die allerhäufigste Wildrose, die ist in jedem Waldrand und Heckengebüsch massenhaft, also das ist einfach die Wildrose, haben die Früchte mal rausselektiert und haben untersucht, wie viel Vitamin C ist denn im Fruchtmark drin. Und da habe ich auch gedacht, das gibt's ja nicht. Das schwankt zwischen 350 und 1750 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm Fruchtmark. Also so groß ist die genetische Varianz. Isst du auch die Wildrose? Oder ja. Also wie würdest du die jetzt gerade zum Praxistipp kurz für die Zuschauer? Ja, also ich habe auf dem Hof, wo ich lebe, haben wir eine ganze Hecke angelegt, wo ganz viele Vitaminrosen drin sind und auch noch andere, weil die, ich mag auch die Kartoffelrose, die eben an der Küste oben ist mit den ganz großen Hagebutten. Also es sind ganz viele Rosen und da sammle ich die und dann wird die, werden die Hagebutten, also den Butzen macht man weg und dann werden die einfach 2 Minuten lang in so einem Topf im Dampf, also Dampf gegart, dass sie noch weicher werden. Also lieber späte sammeln, die eh schon ein bisschen weich sind und dann 2-3 Minuten Dampf in Dampf. Dann sind die musig und dann drehe ich die durch eine stabile, flotte Lotte durch und dann kommt, wie beim Apfelmus, aber statt Apfelmus halt knallrotes
Mus raus. Und dieses Mus kann man dann entweder einfrieren. Mhm. Dann, und weil, mir ist es lieber, man kann das natürlich auch, klassisch wäre jetzt, eine Marmelade draus zu kochen, aber das interessiert mich nicht. Das ist nicht so mein Ding. Also ich friere das dann ein, weil dann passiert da nichts mehr. Und was ich am allermeisten liebe, ist dann Ketchup draus zu machen. Also ich gehe immer gerne auf die deftige Richtung, okay, indem ich dann dieses, ich habe so salopp schon ganz oft gesagt, also die beste Tomate ist die Hagebutte. Mhm. Weil das ist sowas von rot und sowas von fruchtig und so lecker. Also ich muss ja nur dieses Mousse, dann ein bisschen Chili, ein bisschen Balsamico-Essig, ein bisschen Salz und was Süßes. Also vielleicht noch ein bisschen Honig rein oder Ahornsirup oder sowas. Und das vermischen mit einer Gabel. Schon ist fertig. Oder wenn ich einen Curry-Ketchup haben will oder so, mal ja Curry rein. Also das ist für Kinder, wenn Kinder nichts Wildes essen wollen, dann sage ich, dann mach doch einfach Pommes mit Hagebutten-Ketchup. Das mhm. merkt sowieso kein Mensch, dass das kein Ketchup, also kein, man kann es ja nachher, wenn es geschmeckt hat, sagen. Mhm. Genial. Das ist besser wie jedes Ketchup. Super. Und man hat keine, wenn man nämlich so eine Ketchupflasche mal liest, wie viel Zucker da drin ist, wie viel boah, gell? Also. Ja, ja, brutal. Ja. Und genau, und dann weiß ich, was ich habe und was meine Kinder essen. Gibt es jetzt so eine Top 3 oder 4 Bestseller, wo du sagst, okay, wenn man die schon mal kennt und weiß, ja, dann kommt man schon mal gut von der, vom Spektrum her, mal um sich ist ja so ein Herantasten. Genau, absolut. Also ich will nur einen Satz sagen zu diesen Inhaltsstoffen. Da ist mir dann klar geworden, dass das eine Scheingenauigkeit ist, die uns immer, wir sind so erzogen worden, dass wir halt immer lesen und wenn da dann draufsteht 17,8 von irgendwas, denken wir, das ist auch da drin. und in der einen, deswegen steht ja unten, was weiß ich, Institut sowieso hat es dann an dem und dem Tag auch untersucht. Und das ist auch richtig so. Die lügen da nicht. Aber hey, an einem anderen Tag geerntet und so weiter, ist halt was anderes. Das ist mir mit diesem Beispiel, mit diesen ökologischen Amplituden, also beim Sanddorn und bei den Rosen, da ist mir das so klar geworden, dass wir immer in Amplituden denken müssen. Und wir müssten alle diese Pflanzen, und das ist bis jetzt, und das finde ich unglaublich, was für ein Fenster danach aufgeht, für eine wirkliche Wissenschaft. Wir müssten Brennnessel, Löwenzahn, Girsch, Vogelmiere, wie sie alle heißen, mal wirklich untersuchen. Wir müssten wirklich Programme machen, von der dänischen Grenze bis Südtirol, dass man, also unterschiedlicher Boden, unterschiedliches Klima, Höhenlage und was es halt alles Unterschiede gibt. Und dann alle 14 Tage eine Probe nehmen, von März bis November. Und dann in einem standardisierten Verfahren, und dann noch die Tageszeiten, und dann in einem standardisierten Verfahren die Inhaltsstoffe, Mineralien, Spurenelemente und was da alles drin ist. Und dann hätten wir Werte. Das wäre faszinierend. Und dann, wenn man es noch jahresmäßig nochmal betrachtet, weil da finde ich ja auch dieses, dass die Krankheiten, die Menschen bekommen, schon ein Jahr vorher mit den natürlichen Wildkräutern oder Medizinheilkräutern, die Natur ist schon ausgestattet damit. Ja. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ist dann jetzt zum Beispiel ein Girsch mit verschiedenen Aminosäuren oder als Aminosäurequelle auch in der Lage zu sagen, naja, dieses Jahr brauchen wir von der Aminosäure ein bisschen mehr, weil die andere war letztes Jahr schon. Also wie perfekt wird's noch, ja? Das wäre sehr spannend, solche Fragestellungen. Ja. Aber wir haben ja nicht mal die Grundlage. Mhm. Wir haben gar nichts, als wir müssten erstmal Grundlagenforschung betreiben, wie ich es gerade geschildert habe. Und der Interesse ist halt jetzt nicht, bräuchte man halt Gelder und. Genau, ja. So viel eigentlich gar nicht, ne? Weil eine Rakete kostet viel mehr, wie dieses ganze Forschungsprogramm. Aber da merkt man natürlich auch, wie an den Unis, wie die gelenkt werden, ne? durch die Mittelvergabe und so weiter. Eine freie Forschung, also ganz ehrlich. Ich meine, es geht ja jetzt alles gegen die Natur. Also eben. Von den Windrädern über, also da können wir ja einen riesen Fass aufmachen, aber es ist Fakt, wir sollen uns vom Wald fernhalten, nichts essen aus der Natur, ganz, ganz gefährlich. Böse. Lieber ein Schoko
Tee, Milchschokolade, so, ja, furchtbar. Irgendwas Künstliches. Genau, so im Idealfall noch ein paar Insekten was, rein. Wenn was, genau. Um das Ganze abzurunden. Genau. Und ja, oder wenn was Grünes, dann aus so einer künstlichen Microgreen Farm. Ne? Mhm. Also, wo man in einem alten Bunker oder in einer, wo man halt ein Reinstklima, also wo man auch in ein Ganzkörperkondom reingeht, es ist ja alles steril mhm. Und da drin. Und deswegen ist es auch alles Bio, weil da drin ist ja eigentlich gar kein Bio und deswegen ist es Bio, weil da muss ich ja nicht gegen irgendwas. Ja. Ne? Und dann habe ich diese, kennt ihr ja mit künstlichem Licht und so. Ja. Und da wachsen dann diese Salate in Nährlösungen und so weiter. Das ist ja der Traum. Also das ist ja auch das Geschäftsmodell. Und da kann ich eine AG gründen, da kann ich wieder das Finanzsystem anzapfen, mhm. da kann ich... Da funktioniert dieses alte, männliche, kapitalintensive Denken und das ist der ganze Mechanismus. Ja. Also ich muss zugeben, ich bin da auch mal reingefallen, weil ich echt, das hat sich so schön angehört, wenn jemand jetzt wirklich in der Stadt lebt und so. Ich weiß. Das hat, du dachtest, okay, da hast du wirklich deine Kräuter und das hat halt überhaupt null funktioniert. Das war halt irgendwo auch viel Fantasie in der ganzen Marketingstrategie. So ein Gestell, wo dann so Lampen drin sind und so weiter. Ja, genau. Ja, ich weiß schon. Das funktioniert nur, weil die Leute, da meldet sich jetzt die Ursehnsucht der Menschen nach Natur. Ja. Aber auf der anderen Seite haben sie Angst vor der Natur und haben keine Ahnung. Ja, weil keine Ahnung halt auch leicht die Angst. Vor allem, wenn man noch so Storys wie der böse Fuchsbandwurm frisst dich von innen auf. Ja. Mhm. Dann ist klar. Und dann kommt sowas dabei raus. Dann kaufe ich mir so ein Ding. Ne? Ja. Aber das sind alles Schritte, wo man auch merkt, selbst das ist im großen Bild Teil des Kulturwandels. Mhm. Weil da meldet sich ja die innere Stimme. Ich hätte gerne Kräuter. Ich hätte gerne was Grünes. Ja. Natur. Ne? Und ich würde es gerne selber machen. Auch das meldet sich da. Jetzt würde ich noch mal auf diese Top 3 zurückkommen und vor allen Dingen, was ich ja interessant finde, dass bei manchen, wer jetzt noch einen eigenen Garten hat oder vor der Tür, was da wächst, braucht man auch. Mhm. Also gerade wenn jemand sagt, boah, ich habe so viel Giersch vor in meinem Garten oder so viel Brennnessel. Ja. Und wenn man dann wirklich mal sich die Mühe macht und schaut, für was ist die Pflanze da, was sind die Heilwirkungen, passt halt total auch auf die Symptome im Körper. Ja. Also selbst da checkt die Natur, du wohnst hier, dann machen wir mal. Ja. Ja, das ist wirklich ein Phänomen und man fragt sich auch, wie das eigentlich funktioniert. Aber man kann das sogar noch intensivieren, indem man öfters barfuß durch seinen Garten geht, also indem man seine Energie da in die Erde reinbringt. Und wenn man noch weitergehen möchte, kann man auch mit seinem Urin, mit Wasser verdünnt, gießen, weil dann ja auch die Informationen dann im Garten ankommen. Und das ist tatsächlich auch, hört sich vielleicht eklig an oder so, aber ist tatsächlich auch ein Dünger. Ja gut, früher gab es ja keine Dixi-Klos im Wald. Ja, also. Genau. Ja. Und was ich auch mal gehört habe, dass man den Samen, bevor man ihn einsät, in den Mund einspeicheln sollte, dann hat die Pflanze auch die Information. Mhm, stimmt. Wie sie, also schon intelligent. Ja, ja, also man kann das fördern und jetzt gerade diese drei wichtigsten, ich spreche dann immer vom wilden Triumvirat, also von Löwenzahn, Brennnessel und Giersch, weil das sind, ich habe oft gesagt, wenn es uns alleine gelingt, diese drei Pflanzen auf die Teller der Menschen, der Nation zu bringen, dann haben wir einen Quantensprung. Also dann haben wir das in allen Lebensbereichen, also auch volkswirtschaftlich, weil die Gesundheitskosten sinken um viele Milliarden, die Lebensfreude steigt und so weiter. Weil die drei, wenn man sich auch anguckt, was die machen können und was man mit denen auch machen kann. Also weil Brennnessel kennen die Leute ja nur so als Tee oder so. Das ist ja auch gut so. Mhm. Aber man kann, das ist wirklich, wenn man die Triebspitzen nimmt und die dann als Spinat zubereitet, ein ganz zartes, schmackhaftes Gemüse. Vielleicht kannst du mal noch kurz erklären, wie man wirklich mit den Brennnesseln umgeht, gerade beim Pflücken und auch beim Essen.
Also jetzt beim Pflücken, da gibt es schon Tricks, dass es einem nicht so erwischt und so, aber man kann ja einfach Handschuhe anziehen. Ich muss ja auch nicht den Held spielen. Also ich ziehe einfach Handschuhe an und pflück mir die Spitzen. Also weiter unten ist die halt, das war ja auch mal eine Faserpflanze, wird vielleicht auch wieder mal entdeckt, wie Hanf auch und so. Mhm. Ganz wertvoll, man hat früher so Jeanshosen oder so aus Nesselstoff gemacht. In dem Wort steckt es noch drin. Ne, also das, wir haben auch so jetzt das mal selber in der Gruppe ausprobiert, so Schnüre davon gemacht und so. Das ist eine unglaublich zähe, tolle Faser. Aber das wartet noch auf Wiederentdeckung, so im großen Stil. Auf jeden Fall, ich sage es deswegen, weil nach unten ist es halt dann Zahnseide pur, aber oben ist es die oberen, jetzt im Frühling sind sie ja eh alle klein, aber später einfach nur noch die oberen 10 cm pflücken. Und dann wie Spinat, also ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zwiebel in Olivenöl und dann die klein gehackte Brennnessel dazu, einen Schluck Wasser, Salz, Pfeffer, Deckel drauf und dann macht das wie Spinat auch schwupp und wird relativ wenig. Und dann habe ich aber Kartoffeln, Spiegelei dazu oder ich mache eben so einen Gemüsekuchen damit, ne, indem ich dann einen Blätterteig oder einen Hefeteig in die Backform und dann nehme ich diese gedünsteten Brennnesseln mit Ei und mache die Füllung und wer mag Käse obendrauf und backe das, das ist für eine Einladung, das ist der Hammer, das schmeckt so lecker. Und die Brennnessel ist halt eine Mineralienbombe. Also die hat unglaublich Calcium, Magnesium, Eisen hat sie sehr viel, das merkt man auch. Wer das rohköstlich trinken will, da merkt man das, wie grün der Smoothie wird mit Brennnessel. Man muss aber sofort, also man muss wirklich Zitrone beim Smoothie dazugeben, weil sonst wird es sofort braun, weil das Eisen rostet, also oxidiert sofort und dann sieht es einfach nicht mehr appetitlich aus. Also da merkt man, aber beim Smoothie ein Glas pro Tag reicht erstmal, weil das putzt sonst durch. Aber wenn man das gut dosiert, merkt man, also ich finde immer, man merkt beim ersten Schluck schon, wie der Körper so, wow, wie lecker ist das denn? Mhm. Und ich finde, das fängt im Mund schon an, dass der so, oh super, brauche ich. So irgendwie, das wird sofort verstoffwechselt. Und ja, das ist was ganz von innen her Vitalisierendes, lebendig machen. Eisen ist ja auch Blut, ja, also das Chlorophyll ist ja fast baugleich mit dem Hämoglobin. Das ist nur der zentrale Baustein Eisen oder Magnesium. Also Magnesium grün, Eisen rot. Das ist faszinierend. Und da merkt man auch, wie nah wir verwandt sind mit den Pflanzen. Wir sind eigentlich die Pflanzen. Das ist auch wie eine Komplementäratmung, ne? Dieses CO2-Thema, meine Güte. Uiuiui. Ja, aber weil das, ja. Ja, da würde ich auf jeden Fall noch ein paar Bäume abholzen, damit es besser wird. Ja. Ja. Aber weil wir schenken den Pflanzen CO2, indem wir die anhauchen. Und die schenken uns, weil die brauchen das. Und die schenken uns O2. Hm. Das passt wirklich super gut. Gell? Also da merkt man, wie das ein Hin- und Herschenken eigentlich ist. Ne? Aber gut, anderes Thema. Dafür wäre jetzt logisches Denken und auch ein bisschen ja, sinnvoll. Ja, wäre sowieso ab und zu nicht schlecht. Brennnessel hat ja auch den Samen. Ja. Der hat ja auch eine besondere Wirkung. Oder? Ganz, ganz wertvoll. Also das ist ein Hochsommerthema. Juli, August hängen dann bei den, weil es gibt ja männliche und weibliche, aber da fragen dann immer, wie erkenne ich das? Super einfach, das löst sich durch die Praxis, weil Männchen sind da nackt, da ist nichts mehr zu holen. Okay. Nur bei den Weibchen hängen dann diese grünen Girlanden nach unten. Und das würde ich auch ernten, solange das noch, sagen wir mal, dunkel, also auf jeden Fall ja dunkelgrün ist. Und nicht warten, bis die irgendwann alle dunkel sind, im Sinne von, sind schon Schimmelpilze drauf oder schon ausgefallen und nur noch die Hüllen oder so im September, Oktober. Es ist Juli und August und dann gehe ich mit so einer Papiereinkaufstüte dahin und hab dann auch, weil das ist ja dann so im Wald irgendwo, die sind ja dann manchmal so hoch wie ich selber. Und dann greife ich einfach so von unten nach oben durch und alles rein. Da sind dann auch ein paar Spinnen und ein paar Blätter und sonst was. Aber zu Hause kommt das wieder auf die großen Uroma-Leintücher drauf. Und da kann man die Blätter ein bisschen aussortieren und die Spinnen raussetzen und so. Und dann
kann man die da dörren. Man muss die gut trocknen, damit es nachher nicht schimmelt. Okay. Und, aber das kann man in, man muss es halt machen, nicht wenn die Gewitter kommen oder so, sondern wenn draußen, auch wenn die Bauern Heu machen, also wenn die ersten Tage von einer schönen Wetterperiode, da hat man diese trockene, schöne Luft. Und dann querlüften und dann ist es nach 2 Tagen, 3 Tagen auch sehr gut. Und dann kann man die einfach rebeln, weil das sind ja lauter so Fäden. Und dann fallen diese Samen alle ab und die siebe ich nochmal durch so ein Sieb durch und dann fülle ich das in so große Weckgläser ab. Mhm. Und im Winter nehme ich dann jeden Tag 1-2 Esslöffel, also morgens auf mein Haferfrühstück kommt dann eben Obst und dann kommt da Leinöl und dann kommen Brennnesselsamen. Also habe ich im Winter auch Nüsse, die eingeweicht waren und so. Und dann habe ich da einfach auch einen wilden Anteil im Winterfrühstück drin. Ich esse das eigentlich immer direkt, wenn ich im Wald bin. Ja. Das ist auch okay, gell? Ja, ja, logisch. Also da kann man, weil manche sagen ja auch, oh nee, dann, was weiß ich. Nee, es schmeckt doch auch gut. Oder what? Ja, das mit dem Fuchsbandwurm, das ist Thema für sich. Mhm. Ist wahrscheinlich auch so eine Strategie gewesen, um uns einfach wieder von der Natur zu trennen, Angst zu machen. Das ist ja so die Strategie. Die ja eh. Es sind de facto ganz wenig Fälle, die jedes Jahr nur auftreten. Und wenn man das vergleicht, also so Risiko, dann ist das Risiko, keine Wildpflanzen zu essen, um ein Vielfaches größer. Wie die paar Fälle, ich will da auch nicht dazugehören, aber das sind garantiert Leute, die schon eine Vorerkrankung haben und wo das dann auch, es heißt ja auch Fuchsbandwurm, nicht Menschenbandwurm. Und es sind nachgewiesenermaßen vor allem Forstarbeiter und Landwirte. Und das geht übers Einatmen, gar nicht übers Essen. Also oral ist noch gar nie nachgewiesen worden, dass sich jemand über das Sammeln von Beeren oder Kräuter angesteckt hat. Das geht übers Einatmen. Dieses Ei von diesem Fuchsbandwurm, das ist so klein, sehen können wir das auch nicht, aber das ist dann, wenn eben wenn Forstarbeiter, also wenn ein Baum gefällt wird und der kracht eben auf den trockenen Fuchskot drauf und dann ist ja eine riesen Staubwolke, das alles kann man sich ja vorstellen. Mhm. Und wenn dann die Arbeiter das einatmen und wenn die schon ein geschwächtes Immunsystem haben, dann kann es passieren, aber es passiert ja selbst dann sehr selten. Also das ist immer so spannend mit dir. Unsere Zeit ist schon wieder rum. Ja, okay. Oh, aber ganz schnell, wir hatten noch eben den Löwenzahn. Also Giersch, da haben wir die Aminosäuren drin, können wir auch nutzen wie Spinat. Ja. Der Löwenzahn, vielleicht ganz kurz zu den 3 Teilen, welche ich essen kann und wann und was die für eine Wirkung haben. Ja, ich kann den ganzen Löwenzahn essen. Die Wurzel ist am anstrengendsten, sowohl zum Ernten, man hat dreckige Hände und so. Wurzelsaison ist Oktober bis Februar, März. Danach geht die Pflanze ja nach oben mit ihrer Kraft, dann ist die Wurzelsaison vorbei. Aber im Winter kann ich fein schruppen, in kleine Stückchen schneiden, in einen Endiviensalat oder irgendwo mit integrieren. Dann habe ich da wieder Bitterstoffe drin, weil bei der Endive sind sie ja weggezüchtet worden. Habe also eine laufende Entgiftung. Dann nimmst du das Blatt oder die gelbe Blüte? Die Wurzel im Winter. Die Wurzel im Winter nimmst du die Wurzel zum Salat. Okay. Die kann ich auch dünsten in ein Gemüse rein oder so. Dann fängt es ja im Februar schon an, dass innen die kleinen Blättchen, also das ist wie ein Chicorée, so die gebleichten gelben, das schickt sich ab Februar an, wieder hochzukommen. Da kann ich schon wieder auf die Blätter umsteigen. Dann sowieso März, April, Mai, Hochsaison für die super Blätter, für die Blütenstängel kann man diese Blütenstängelkur machen zum Entgiften, weil im Stängel sind dann die meisten Bitterstoffe. Tag 1 einen Stängel, Tag 2 zwei, dann 3 und das machen wir hoch bis 10 oder 12 und kommt wieder runter auf 1. Muss ich dann wieder 10, 9, 8 jeden Tag so runtergehen, zurückkommen, bis ich wieder auf 1? So ist der Klassiker. Okay. Und dann ist Löwenzahn enthält halt tolle Bitterstoffe und dadurch wird Galle, Leber, Bauchspeicheldrüse sehr gefördert und in ihrer Entgiftungsfunktion. Und dann kann man natürlich die Knospen wunderbar zu einem Gemüse verarbeiten oder auch auf Bruschetti habe ich die so gerne, dass man die also als Kapern nimmt, also man kann die einlegen. Das ist wirklich kulinarisch was ganz Tolles. Mhm. Und also ich bin da auch immer fasziniert über diese Vielfalt. Also nur eine Pflanze, Löwenzahn. Man könnte jede Pflanze einen eigenen Kochkurs machen, weil die Vielfalt ist so groß. Es ist wirklich nicht nur Spinat oder nicht nur Salat.
oder Presssaft, Rohkost oder so, ne? Sondern es ist wie ein kleiner Kosmos, der aufgeht und wo man denkt, wow, was für ein Geschenk. Ja, mega. Also vielen Dank, dass du uns auf die Reise mitnimmst und wir werden noch Interviews machen, weitere. Und ja, so der erste Schritt einfach mal anfangen mit einer ganz einfachen Pflanze, die sicher ist, die man erkennt, wo man auch sagt, okay, das ist die 100%, jetzt muss man nicht da mit Bärlauch und Maiglöckchen da. Brennnessel ist die sicherste. Das kannst du oder, nachts, ja, genau. Nachts um eins, wenn es Aua macht, dann hast du sie. Super. Ja. Vielen Dank, Markus. Ja. Und bis bald. Ja. Gerne. Liebe Zuschauer, ja, so ein Schritt nach dem anderen wieder zurück zur Natur. Umso schöner, dass wir Gäste haben, die uns dabei an die Hand nehmen und ganz viele Tipps und Tricks geben. Und bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Bis bald. Gute Zeit. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.